Servus zusammen, hier bei Kummer Tactical. Wir haben das letzte Mal ja hier im Interview mit Frank Satzinger, wo es um den VDB-Rauswurf aus dem Vorstand des FR ging, über die geleakten Anlagen zum Protokollformulare geredet. Jetzt haben einige Leute bei mir drunter geschrieben oder auch bei Tactical Dead oder anderen, ja, wie sind denn die zu verstehen, was ist das überhaupt und wo findet man die? Ja, die ganzen Papiere sind eben bei Waffen Online geleakt worden. Das ist ein Online-Forum, ein klassisches Forum. Ist halt eine Sache, die es heutzutage einfach relativ wenig noch gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, wir machen das Ganze mal in der jetzigen Zeit entsprechend sozusagen als kleines Sachvideo, wo ich einfach mal kurz auf die Papers hier eingehe. Grundsätzlich erstmal, was sind das für Protokolle? Ja, Frank hat ja schon mehrmals gesagt, dass der FWR in vielen Sachen nicht auf die Einwände vom VDB eingegangen ist und hat sich in dem Fall einfach gedacht, er macht das als Handout für die Delegiertenversammlung bzw. auch für die Vorstandsversammlung und schreibt eben hier die Punkte auf, die dem VDB wichtig sind, dass die eben zu Protokoll gegeben werden können. Zu Protokoll gegeben heißt eben auch, die müssen berücksichtigt werden. Dann kann man eben nicht danach sagen, ja, das hat ja keiner gesagt oder ich habe dich da falsch verstanden oder sonst was, sondern die wurden hier zu Protokoll gegeben, einfach damit man sagt, hey, so habe ich es gemeint, das ist die schriftliche Meinung des VDB zu der ganzen Geschichte und deswegen hat er das Ganze gemacht. Und grundsätzlich muss man sich so vorstellen, das ist halt wie eine Jahreshauptversammlung im Schützenverein oder in anderen Verbänden oder Vereinen. Und da sitzen die Leute eben zusammen und jeder redet halt über die Themen, die ihnen wichtig sind. Es gibt halt einen Ablauf, es gibt ein Protokoll und da wurde das eben mit eingebunden. Man hätte es ganz hoch als Rede halten können. Der Frank hat ja schon im letzten Video gesagt, warum er es nicht als Rede gemacht hat. Fangen wir mal an. Der VDB stimmt gegen die Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers mit folgenden Begründungen. Es ist das Formversäumnis festzuhalten, dass die Einladung zur Delegiertenversammlung nur die Entlastung des Vorstandes und nicht die Entlastung des Geschäftsführers aufgeführt wurde. Ja, kleiner Formfehler. Die satzungsgemäße Wahl des Förderkreises, die im Jahr 2023 durchgeführt werden sollte, war bereits 5 Jahre überfällig. Da wird sich halt in dem Punkt noch weiter darüber beschwert, dass die Wahl zum Förderkreis einfach 5 Jahre versäumt worden ist, also über eine komplette Wahlperiode. Und dass dem Ganzen eigentlich keine große Wichtigkeit beigemessen worden ist und das auch mehrmals versäumt worden ist, trotz Anmerkungen seitens Vorstandsmitglieder, wie zum Beispiel dem VDB. Ist halt auch so eine Geschichte, wo ich sage, ist in den heutigen Zeiten schwer nachvollziehbar, selbst wenn 2 Jahre davon Corona waren, dass das ganze Ding hier 5 Jahre verschoben worden ist, ist aus meiner Sicht nicht so richtig nachvollziehbar. Der nächste Punkt, den finde ich eigentlich richtig, richtig hart. Das FWR hat im Frühjahr 2023 ein Haus geerbt. Also da hat ein Mensch, dem das Waffenrecht wichtig ist, der gesagt hat, boah, mir ist es wichtig, dass für die Sache was getan wird, denn das FWR als Begünstigten in sein Testament geschrieben, sodass die ein Haus erben oder sein Haus erben. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein Wohnhaus war oder ob er das einfach noch im Besitz hat. Auf jeden Fall hat das FWR das geerbt. Also irgendjemandem war die Sache so wichtig, hier zu sagen, hey, hier nimmt mein Haus, viel Spaß damit, macht was Gutes damit. Der Nachbar von diesem Gebäude wollte das Haus anscheinend von Anfang an schon für ungefähr 650.000 Euro kaufen. Also wir haben ja auch nicht das kleinste Haus. Und man hat von vornherein hier einen Käufer gehabt. 650.000 Euro sind selbst nach Steuer. Also man muss da halt ganz schönes Eck an Steuern abdrücken, auch als Verband. Aber trotzdem 650.000 Euro sind echt ein Haufen Schotter. Trotz diesem Interessen, also dass jemand sagt, ich nehme das Haus sofort, ist einfach bis jetzt kein Verkauf zustande gekommen. Es wurde anscheinend nicht als wichtig genug erachtet, wo ich halt sagen muss, ich verstehe es beim besten Willen nicht, weil das ist ein Schweinegeld. Man kann von dem Geld ein Schwein viel an Kampagne machen, man kann da Lobbyismus betreiben, man kann, was weiß ich, super viele tolle Sachen mitmachen, die alle gut für die Sache wären und es wurde einfach nicht getan. Das kann man natürlich sagen, ja, ein Hausverkauf ist eine riesen komplizierte Geschichte oder was, aber ganz ehrlich, für 650.000 Euro ist es scheißegal, was es für eine Arbeit ist. Man hat da gefälligst seinen Arsch hinzubewegen und den Verkauf durchzuboxen. Und ich habe das ja erbmäßig leider dieses Jahr nicht mehr, letztes Jahr erst durchgehabt. Ja, es ist unangenehm, ja, es macht keinen Spaß, aber es ist halt auch nur ein paar Tage Arbeit im Endeffekt. Ich muss nämlich hier auch ganz klar sagen, es ist für mich ein Schlag ins Gesicht des Toten,
der gesagt hat, ja, ich finde das eine tolle Sache, hier nehmt meine nicht gerade kleine Spende, zu sagen, man kümmert sich einfach nicht darum. Mag jetzt vielleicht ein bissig klingen, aber das FWR hält anscheinend eh nicht so viel von den Toten, weil sie ja auch ein verstorbenes Mitglied ewig lang noch auf ihrer Homepage hatten, wo man sagt, naja, also man hätte es zumindest leider verstorben oder Nachruf oder sonst was da enden können, aber nicht immer noch als Vertreter mit auf die Homepage packen. Also das ist auch ein klein bisschen makaber, muss ich sagen. Der vierte Punkt, warum der VDP hier gegen eine Entlassung ist, dass einige Protokolle sind hier im Text auch aufgelistet, um welche es geht. Allerdings so beispielhaft, also es gibt anscheinend noch mehr, nicht den tatsächlich kommunizierten Inhalten der Sitzung entsprechen. Also dass man hier die Protokolle nicht hundertprozentig wahrheitsgemäß geführt hat, was auch wieder ein Thema ist, was in der heutigen Zeit eher fraglich ist. Über den Punkt hinaus hat sich der VDB auch darüber beschwert, dass es am 11.01.2024 einen außerordentlichen Vertrauensbruch gab seitens des FWR bzw. Vorstandschaft des FWR, indem sie eine virtuelle Vorstandssitzung abgehalten haben, zu dem der VDB nicht eingeladen war. Der Frank hat hier viel von Mutmaßung geredet. Ich sage es mal ganz deutlicher, das war im Prinzip die Absprache zum Rauswurf. Das kann man sich auch echt gut überlegen, ob das Ganze eben so rechtskonform ist, weil solche Absprachen eigentlich nicht, also meines Wissens nach, nicht geltendem deutschem Recht entsprechen. Im Weiteren schreibt dann der VDB, dass er sich immer wieder kritisch, aber auch konstruktiv in das FWR eingebracht haben. Das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe der Beteiligten. Also jeder sollte eigentlich seine Punkte darlegen. Beim VDB geht es halt ganz oft um Arbeitsplätze. Nennt mich mal kurz arrogant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, Arbeitsplätze gehen vorher Hobbysicherung. Wenn jemand der Meinung ist, irgendwas ist super toll oder richtig oder man will das nicht, es leiden aber dadurch Arbeitsplätze, würde ich mal ganz ehrlich sagen, ja, dann hat das Hobby ein bisschen zurückzustehen. Man muss an der Stelle sagen, nur der JSM und der VDB vertreten hier wirklich groß Arbeitsplätze. Ja, man kann jetzt reden, es gibt beim DJV geht es auch teilweise um Berufsjäger und sowas im Dreh, aber der Löwenanteil der VDB-Mitglieder, also eigentlich im Prinzip alle Vollmitglieder, haben ein gewerbliches Interesse an der ganzen Geschichte. Also man muss hier auch sagen, wenn man solche Gesetzesänderungen anschaut, ja, es ist schlimm für die Leute, denen ihr Hobby verboten wird oder das Hobby eingeschränkt wird. Es ist wesentlich schlimmer, dass hier Existenzen mit Füßen getreten werden. Und das mit fadenscheinigsten Argumenten. Deswegen, ich finde es absolut verständlich und ich finde es sehr, sehr gut, dass der VDB hier mit Knien und Ellenbogen in die Diskussion reingeht und immer wieder Sachen anprangert. Ich finde es absolut unverständlich, ihn deswegen eben aus dem Vorstand eben rauszuwerfen. Deswegen verstehe ich beim besten Willen nicht. Wichtig zu erwähnen ist ja auch noch, der VDB macht das ja ganz seit 2019. Er hat vor 2019 keine Lobbyarbeit gemacht. Er hat sich 2019 dazu genötigt gefühlt, da endlich mal in die Puschen zu kommen. Absolut zu Recht. Und ich finde, er hat seit den Jahren, also wir reden hier über 5 Jahre, deutlich mehr erreicht und deutlich mehr umgesetzt als alle anderen Verbände, die ich sonst kenne. Ja, klar, es gibt mal immer wieder so ein jagdliches Belang, wo der DJV was dahinter gestanden ist. Aber wenn es ums Thema Waffenrecht gegangen ist, muss man sagen, da ist der VDB halt einfach der way to go. Wenn das FWR sich hier neu strukturieren will und nachziehen will, umso besser. Wenn wir 2 Verbände haben, die hier in die Bresche springen, finde ich super. Aber ganz ehrlich, momentan glaube ich da nicht dran. Im weiteren Text äußert sich der VDB noch über seine Kampagnen, also dass sie hier viel Kritik von Seiten der anderen Verbände erhalten haben, auch viele nicht so freundliche Worte, wo man auch ganz klar sagen muss, ja, es geht hier immer noch darum, seine Interessen zu schützen. Wenn die anderen Verbände hier nichts machen, warum soll denn der VDB da sitzen und hoffen, dass irgendwas passiert? Also wenn ja sichtlich nichts passiert und es ist die letzten Jahre nichts passiert, das kann man sich so schön reden, wie man will. Es sind ein paar Hinterzimmergespräche geführt worden. Es sind ab und zu mal ein paar Hände geschüttelt worden, aber es wurde nicht massiv Lobbyismus betrieben. Es wurde nicht massiv für unsere Rechte gekämpft. Und wir führen seit Jahren, Jahrzehnten immer nur eine bescheuerte Reaktionspolitik auf die Reaktionspolitik. Also irgendwas passiert, die Politik reagiert darauf mit möglichen Verboten und wir reagieren darauf mit, oh ja, ihr wollt uns 10 Sachen verbieten, ja, verbietet uns doch bitte bloß 8. Und das ist endlich mal passiert, dass man nicht nur sagt, nee, also ihr kriegt keine von diesen 10 Sachen, also wir gönnen euch kein einziges davon. Stattdessen wollen wir diese 5 Sachen noch zusätzlich haben. Das ist einfach die letzten 20, 30 Jahre nicht passiert. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wie ist jetzt diese Anlage hier zu sehen?
Ja, diese Anlage ist im Internet einzusehen, kann man eben auf Waffen Online, also ich glaube, dieses Forum hat bei Weitem seit Jahren nicht so viele Aufrufzahlen wie die letzten paar Tage, Wochen gekriegt. Und man kann sie sich anschauen, man kann sich selber durchlesen, man kann sich selber ein Bild dazu machen. Meine Meinung ist ganz klar, dass das FWR hier einiges an Versäumnissen hat, diese aufzuarbeiten haben, diese zu klären zu haben. Ich würde tatsächlich mal alle FWR-Mitglieder darum beten, doch mal Anfragen zu stellen, was mit diesem Haus ist oder also auch die Stellungnahme zum Rauswurf, weil ganz ehrlich, das sind Sachen, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Also wenn die jemand nachvollziehen kann, dann schreibt es mir hinten in die Kommentare rein. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Je mehr ich mir solche Sachen durchlese, umso mehr denke ich mir, das ist ein bescheuerter Kindergarten, der statt an einem Strang zu ziehen, hier einfach bloß Machtkämpfe um die eigenen Kingdoms abhält. Ja, das war mal heute nicht so ein schönes Thema. Man merkt vielleicht auch, ich bin ein klein bisschen angefressen, was das Thema angeht. Und ja, was ist denn eure Meinung zu dem Thema? Schreibt mir das unten in die Kommentare und wir sehen uns auch hier das nächste Mal bei Comet Tactical. Bis dann.